Heimatkochbuch, so was ich als Heimat zum Ausdruck bringen möchte. Allerdings mit so einem etwas moderneren Anstrich. Das heißt, es muss nicht nur noch Holzgewehr und Kuckucksuhr sein. Ich versuche auf Tradition mit einem jungen Auge zu blicken. Ohne es zu verändern, sondern im Kern immer zu belassen und vielleicht ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten. Denn ich finde, Deutschland ist wirklich ein wunderschönes Land. Landschaftlich sowieso, kulinarisch fantastisch. Wenn man das hier sieht, das ist nur ein kleiner Auszug dessen, was wir in Deutschland wirklich als kulturelle Traditionsgerichte haben. Und wenn man dann noch so ein bisschen sieht, was wir nebenbei ja auch noch fotografiert haben, sind Land und Leute und Skurrilitäten. Und ich mag, dass wir Deutschen ein bisschen seltsam sind. Und wir sind ein bisschen seltsam. Und schönen Tag noch. Tschüss. Wir essen sehr viel Schweinefleisch, das spiegelt sich auch in den Gerichten wieder. In jeder Region gibt es so eins. Ich sag mal, hier im Süden, da brutzelt er gerade, der fantastische Nackenbraten, der Schweinsbraten. Und von daher wirkt sie deftig. Wenn man sie aber ein bisschen in ein zeitgemäßeres Gewand drückt, dann kriegt man es auch eben, also so ein bisschen italienisch denkt bei der Zubereitung. Dann kriegen die ein ganz neues Gericht und das versuche ich hier mit diesem Heimatkochbuch. Ich habe jetzt kein Eiscreme, Kekse und sonstiges, sondern wirklich eine schöne, einfache Sache, wo aber am Ende des Tages jeder sagt, wo jeder den Seehund macht. Jede Region ist ja sehr, sehr stolz auf ihr Nationalheiligtum und die Bayern sind da ganz weit vorne normalerweise. Aber ich habe Fleischpflanzer gemacht, also Frikadelle, wie wir normal sagen bei uns im Norden. Und hier klingt das alles ein bisschen schöner, allerdings aus Kalbfleisch. Und wir haben hier nebenan eine Kochschule, die sind reihenweise rübergekommen und dann haben uns die Fleischpflanzer vom Teller gefressen. Magst du Weizengras? Also eigentlich schmeckt das echt wie Wiese, ne? Soll ich mal einen Liter bestellen? Ich bin dann einfach mal losgegangen und habe untypischerweise Fisch gekauft. Aber immerhin Süßwasserfisch, frisch aus dem Becken, gleich mit einem Knippe auf dem Kopf, frisch ausgenommen. Also frischer habe ich, glaube ich, auch in Hamburg noch keinen Fisch gekriegt, obwohl man es wahrscheinlich erwarten könnte. Fangfrischer Saibling, gerade frisch noch im Becken geschwommen. Der will eigentlich noch gar nicht auf dem Teller. Das hier auf der Zunge muss immer noch das berühren. Soll heißen, ja, wir entwickeln uns weiter, aber am Ende des Tages will ich immer nur das Herz berühren beim Kochen und das gelingt natürlich gerade mit so einer Küche. Direkt vor der Tür, ein, zwei Schritte draußen, was wir alles an Schönheiten direkt haben. Und deshalb mein Heimatkochbuch.